Die arabische Fluggesellschaft Emirates gilt als Retter des gesamten A380-Projekts. Gut, dass die so treu zu ihrem Riesenflugzeug halten. Aber das ist ja jetzt nicht ganz so gut. Wenn man nur von einer Sache, in diesem Fall von einer Fluggesellschaft, abhängig ist, dann kann das gar nicht gut sein. Das kann dann auch schnell mal gefährlich werden. Immerhin bedeutet diese rettende Position von Emirates, dass sie das A380-Projekt ja genauso gut im Handumdrehen gegen die Wand fahren lassen können. Die arabische Fluggesellschaft besitzt hier also an der Stelle eine sehr interessante, sehr machtvolle Position, bei der sie mit einer Bestellung über eine positive und bei einer Stornierung über eine negative Zukunft des A380 entscheiden können. Und Meinungen können sich nun mal ändern, können sich der Zeit anpassen. Und was das in diesem Fall bedeuten kann, das schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Mittlerweile ist das schon wieder ganze 5 Jahre her, dass Emirates ihren A350-Auftrag stornierte. Haben vielleicht viele gar nicht mehr so im Hinterkopf, aber Emirates hat tatsächlich mal eine ziemlich große Anzahl an A350-Maschinen bestellt. Und zu der Zeit war es wirklich unglaublich, wie viele Flugzeuge Emirates in welcher Geschwindigkeit bestellte und dann ja auch wirklich übernahm, dann auch wirklich in die Flotte integrierte. Und für jeden klar erkennbar, zeigte sich da so eine Neigung zu Airbus-Flugzeugen. Ich meine, versteht mich nicht falsch, niemand wollte in Frage stellen, dass die Boeing 777 perfekt zur arabischen Fluggesellschaft passt und dass sie da auch richtig gut funktioniert. Aber langfristig zeigte sich dann doch so die Orientierung Richtung Airbus. Aber man entschied sich dann im Jahr 2014, wie gesagt, um. Emirates stornierte auf einen Schlag 50 A350-900 und 20 A350-1000. Stattdessen stand man nun beim amerikanischen Flugzeughersteller Boeing vor der Tür mit einem nicht zu unterschätzenden Interesse für die Boeing 777X, also für den Nachfolger des Flugzeuges, was man ja schon in großer Anzahl in der Flotte hatte. Tatsächlich sei die Boeing 777, nach Aussage des Emirates-Chefs Tim Clark, besser für das Wachstum der arabischen Fluggesellschaft geeignet, weil sie schlichtweg größer ist. Und deswegen bestellte man direkt mal 150 Boeing 777X. Und wer weiß, was da alles so im Hintergrund gelaufen ist, aber Emirates hat es natürlich clever gemacht, hat sich sicherlich gute Angebote geben lassen von beiden Flugzeugherstellern, hat dann aber auch ganz klar nach außen hin kommuniziert, dass sie mit beiden Flugzeugtypen durchaus etwas anfangen können, sich aber nur für einen Flugzeugtypen entscheiden werden und diesen dann in großer Stückzahl bestellen werden. Und so fiel für Airbus recht plötzlich ein über 10 Milliarden Dollar schwerer und vor allem sehr prestigeträchtiger Auftrag weg. Und jetzt, in diesem Jahr, also im Jahr 2019, hätte man eigentlich mit den Auslieferungen des A350 für Emirates anfangen wollen. Ja, daraus wurde dann ja leider nichts. Aber auch jetzt im Jahr 2019, also 5 Jahre nach der Stornierung dieser Maschinen, redet Emirates wieder mit Airbus über den A350. Auf den ersten Blick sicherlich ein Grund zur Freude, auf den zweiten Blick bringt das dann aber einen kritischen Kompromiss mit sich. Emirates betreibt zum aktuellen Zeitpunkt etwa 110 Airbus A380. Damit ist die Fluggesellschaft mit Abstand weltweit größter Betreiber des Flugzeugtyps und vor allem ist es die einzige Fluggesellschaft, die aktuell auch noch ein größeres Auftragsvolumen, in diesem Fall sind das knapp 50 Flugzeuge, bei Airbus noch offen hat. Und der eben angesprochene kritische Kompromiss besteht jetzt eben genau darin, dass Emirates diese offenen Bestellungen für den A380 noch hat, sie aber eventuell auf den A350, also auf das neueste Airbus-Flugzeug, umschichten möchte. Anfang 2018, also jetzt gut vor einem Jahr, gab der damalige Airbus-Verkaufschef an, dass man das A380-Projekt frühzeitig einstampfen wird, wenn Emirates jetzt keine neuen Flugzeuge mehr bestellen wird. Also man war da schon an dem Punkt angelangt, dass man sagt, wenn Emirates jetzt keine neuen Flieger bestellt, dann lohnt sich das quasi gar nicht mehr, den A380 weiter zu produzieren und damit wäre dann das A380-Projekt offiziell beendet. Nur 4 Tage später gab es dann die bestätigte Nachricht, dass Emirates jetzt weitere 20 A380 fest bestellt hat und sich 16 weitere Optionen auf das Flugzeug besorgt hat. Dafür ist Airbus ziemlich sicher den ein oder anderen ordentlichen Kompromiss eingegangen und wird auch finanziell vielleicht ein gutes Stück unter den Listenpreis des A380 gerudert haben. Aber hilft ja nichts, damit galt das A380-Programm dann erst einmal wieder als gerettet. Und um das jetzt nachvollziehen zu können, schaut man sich am besten mal die Aussage des Airbus-Chefs höchstpersönlich an. Dieser sagte nämlich zum A380-Programm, dass man es über Wasser halten kann, wenn man Minimum 6 Flugzeuge pro Jahr bauen und auch ausliefern kann. Darauf kommt es nämlich an. Denkt an die Thematik mit den Slots, die wir vor 2 Tagen mal besprochen haben.
Denn wenn sich für 2019, 2020 niemand findet, der den A380 kauft und dann auch wirklich übernehmen möchte, dann ist es ganz egal, wie viele Fluggesellschaften das Flugzeug für 2025 oder sonst wann bestellt haben, es lohnt sich einfach nicht mehr weiterzumachen und es würde zum frühzeitigen Ende des A380-Programms kommen. Das bedeutet, wenn man es nicht schafft, mindestens einen Airbus A380 alle 2 Monate zu bauen und dann auch an einen Kunden zu übergeben, dann kann man das Ganze auch komplett sein lassen und wird das Projekt vorher einstampfen müssen. Und dann ist es auch egal, ob es noch 400, 500 Bestellungen für 2025 gibt. Das bringt dann einfach nichts mehr. Die meisten der Fluggesellschaften wollen aber nicht ihre letzten bestellten A380 jetzt 2019 oder 2020 haben, sondern vielleicht erst in 4-5 Jahren. Dann sollen sie nämlich aktuelle A380, die jetzt vielleicht schon auf die 10-11 Jahre zugehen und sich in den Flotten der jeweiligen Airlines befinden, die sollen den dann irgendwann mal ersetzen. Heißt, hat man irgendwie schon mal ein bisschen langfristiger geplant und mal drüber nachgedacht, wie man das am besten machen möchte. Und das jetzt einfach mal 3-4 Jahre vorzuziehen, das funktioniert so nicht. Und jetzt, oder spätestens jetzt, versteht man sicherlich, was für eine Rolle Emirates in der ganzen Geschichte spielt und wie wichtig diese Rolle ist. Und auch wenn es sicherlich vor einigen Jahren noch auf Emirates zutraf, dass sie am liebsten 100 A380 auf einmal übernommen hätten, die Zeiten ändern sich ja und das funktioniert so nicht. Die werden sich schon gute Gedanken darüber gemacht haben, wie ihre langfristige Flottenplanung aussehen soll und wie sie die Zukunft mit welcher Strategie bestreiten möchten. Aber allein durch die Tatsache, dass sich Emirates für über 100 A380 entschieden hat, allein dadurch haben sie sich schon für eine Hub-Strategie entschieden, also für die Strategie, für die der A380 gebaut ist. Und nur weil das in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen aus der Mode gekommen ist oder sich zumindest nicht in dem Ausmaße bewahrheitet hat, wie Airbus sich das vielleicht irgendwann mal vorgestellt hat, heißt das ja auch nicht, dass man davon jetzt weg möchte oder dass das dann nicht mehr funktionieren würde oder sowas. Das läuft ja bei Emirates. Aber nichtsdestotrotz schließt das ja nicht aus, dass ein Abstecher in Richtung Point-to-Point-Strategie mit entsprechendem Fluggerät sich nicht durchaus auch für Emirates lohnen könnte. An der Stelle möchte ich ganz gerne nochmal als Beispiel auf die mögliche Hamburg-New York-Verbindung von Emirates zurückkommen. Vielleicht erinnert ihr euch da an das Video aus der letzten Woche. Ich glaube, wir müssen uns nicht darüber streiten, auch wenn da noch eine Dubai-Rotation mit dranhängt. So eine Verbindung funktioniert einfach besser mit einem A350 oder einer Boeing 787 als mit einem A380 oder mit einer riesigen 777. Die damals vor 5 Jahren von Emirates Boss Tim Clark getätigte Aussage, dass der Airbus A350 selbst in der größtmöglichen Version, selbst in der 1000er Version für die Wachstumspläne der arabischen Fluggesellschaften zu klein sei, das muss man ja heute nicht einfach so übernehmen. Diese Aussage muss ja heute auf gar keinen Fall noch aktuell sein. Dass die Fluggesellschaft durchaus mit dem Gedanken spielt, beziehungsweise sich ernsthaft mit dem Gedanken beschäftigt, ein Point-to-Point-Flugzeug anzuschaffen aus der aktuellen Generation, also eine Boeing 787 oder ein A350, das ist ja auch schon lange nichts Neues mehr. Etwas überraschend kam am 12. November 2017 die Nachricht, Emirates würde sich für den Dreamliner interessieren, für die Boeing 787. Und wie man das von dieser Fluggesellschaft gewohnt ist, direkt mal in großer Stückzahl, 40 Boeing 787-10, also direkt auch mal die größte Variante des Dreamliners, ist wohl für Emirates interessant. Was damals schon in den Nachrichten wie ein richtiger Kauf behandelt wurde, war aber nur eine Interessenbekundung, eine Absichtserklärung. Auch da wird ein Zettel unterschrieben, aber das ist kein Kaufvertrag. Heißt, Emirates hat bis heute keinen offiziellen Kaufvertrag für die Boeing 787 unterschrieben. Und da kommen wir zum nächsten interessanten Punkt. Wir haben ja jetzt schon geklärt, dass Airbus einen A350-Auftrag von Emirates bzw. eine Umschichtung der Bestellung vom A380 auf den A350 mit einem lachenden und einem weinenden Auge annehmen würde. Denn das könnte durchaus das Ende für das A380-Programm bedeuten. Aber genauso würde ja auch der amerikanische Flugzeughersteller Boeing unter der Entscheidung leiden. Denn ein Emirates 787-Kauf rückt damit mit der Entscheidung für den A350 wieder in die Ferne und gut möglich wäre dann, dass Emirates sich komplett aus der Dreamliner-Geschichte zurückzieht. Auch hier wieder ein milliardenschwerer Auftrag, den Boeing wahrscheinlich schon als sicher betrachtet hat. Ja, mit anderen Worten könnte man auch ganz einfach sagen, dass man hier eine große Fluggesellschaft sieht oder eine große Fluggesellschaft beobachten kann, die sich ganz einfach zwischen dem A350 und der Boeing 787 entscheidet, sich damit für ein Flugzeug der neuesten Generation entscheidet und sich vielleicht anders entscheidet, als man das vor einigen Monaten noch gedacht hatte und ganz nebenbei dabei das A380-Programm killt. Ja, das muss schon eine mächtige Fluggesellschaft sein. Gleichzeitig ist es wohl die erste Rache, könnte man fast sagen, die Airbus für das eigene Desinteresse am A380neo bekommt. Denn Emirates hat sich ganz klar für ein solches Flugzeug ausgesprochen und hätte Airbus sich dafür entschieden, diesen A380 zusammen mit irgendeinem Triebwerkshersteller zu entwickeln, dann hätte Emirates jetzt bestimmt nicht so mit dem Gedanken gespielt, das mit dem A380 mal etwas langsamer angehen zu lassen. Gleichzeitig wäre die Fluggesellschaft hier aber ziemlich sicher der größte und womöglich auch der einzige Kunde für ein solches Flugzeug,
Flugzeug und dass Airbus dieses Risiko auch oder gerade aus finanzieller Sicht nicht eingehen möchte, ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Aber da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Emirates hält sich ja einfach auf eine ziemlich clevere Art und Weise alle Türen offen, um dauerhaft möglichst flexibel agieren zu können. Und hier ist wirklich der Kunde König. Aber das kann man jetzt drehen und wenden, wie man möchte. Man kommt eigentlich gar nicht um die aktuellen zweistrahligen Maschinen von Airbus und Boeing drumherum. Denn schaut man sich mal die Emirates-Konkurrenz aus der direkten Umgebung an, dann sieht man schnell, dass die sehr, sehr gut fahren mit diesen Modellen. Zum Beispiel Etihad Airways. Die haben jetzt fast 30 Dreamliner in der Flotte, davon 5 Boeing 787-10 und allein davon sollen in den nächsten Jahren noch 25 dazukommen. Und dann möchte man auch noch knapp 60 Airbus A350 übernehmen. Qatar Airways auf der anderen Seite hat schon fast 40 Airbus A350, war Erstkunde des Fliegers und erwartet auch noch über 30 A350-1000. Dazu haben sie zum aktuellen Zeitpunkt 30 Boeing 787 in der Flotte. Das sind sehr beeindruckende Zahlen, sehr aussagekräftige Zahlen und da erscheint es einem doch mal direkt viel möglicher, dass Emirates hier bei einem guten Angebot von Airbus oder Boeing nachziehen wird, oder? Damit haben wir diese gesamte Thematik jetzt hoffentlich aus verschiedenen Perspektiven mal ganz gut beleuchtet und jeder kann das ganz gut nachvollziehen, was da zum aktuellen Zeitpunkt abgeht. Beschlossen ist wie gesagt noch nichts, also es kann durchaus sein, dass Emirates sich für Boeing und Airbus oder Airbus entscheidet. Das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Aber es ist natürlich auch nur klug, das geheim zu halten, denn wir können sicher davon ausgehen, dass im Hintergrund gerade sehr interessante Gespräche laufen, wo es um viele Flugzeuge und damit auch um viel Geld geht. Und vor allem werden diese interessanten Gespräche mit beiden Herstellern geführt, denn so sichert man sich den besten Preis von einem der beiden Flugzeughersteller. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ein riesengroßes Dankeschön geht heute noch raus an Basilius und an Daniel. Vielen Dank für eure großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit helft ihr mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich freue mich sehr auf eure Gedanken zu dem Thema. Bis morgen und tschüss.